Guten Morgen, meine Lieben. Ja, endlich mal wieder ein Video. Und zwar habe ich einen Haul für euch. Und zwar einen wild gemischten Haul. Ich habe zum Beispiel hier ein tolles Päckchen bekommen von der lieben Simone von Sweet Marie Lou. Dann habe ich etwas von DM, von Rossmann, von Action, von Teddy. Und ich habe alles zusammengewürfelt, weil es wirklich aus jedem Laden nur ein bisschen ist. Aber ich möchte euch natürlich zeigen, was ich gekauft habe. Und ich fange jetzt einfach mal an. Genau, hier vor mir liegt schon mal das Päckchen von der lieben Simone. Und das, was hier oben drauf liegt, das ist so süß. Schaut mal, das sind einfach Goodies, die die Süße immer dazulegt. Und das finde ich total lieb. Also dafür, meine Liebe, schon mal herzlichen Dank. Und die sind wirklich toll, schaut mal. Ja, also die sind schon mal richtig süß. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann habe ich mir gekauft, ich liebe einfach, ja, diese Goodie Bags. Und wenn Simone welche im Shop hat, dann muss ich einfach zuschlagen. Und ich denke, wir schauen jetzt einfach mal rein, was in diesem schönen Goodiebag drin ist. Preis kann ich euch, glaube ich, auch sagen. Und zwar kostet dieses Goodiebag 10 Euro. Genau, 10 Euro und in der Regel kostet es 15 Dollar. Also, und es sind Waren drin im Wert von 30 Euro oder 30 Dollar. So, und wir holen jetzt einfach mal alles raus und ich zeige euch, was dort Schönes drin ist. Genau, als erstes haben wir hier so eine kleine Anleitung, was man oder eine Inspiration, was man damit machen könnte. Ja. So, und dann haben wir als allererstes hier von DoCrafts Paper Mania so einen tollen Block, und zwar ist das Kraftpapier und in Kombination mit ja orange, gelb, also so richtig schön kräftigen Farben, und ja, den fand ich echt schön. Und ja, ne? Und man weiß ja auch nie, was in diesem Paket drin ist, also das ist immer so ein bisschen Überraschung, finde ich cool. Hier haben wir auch von DoCrafts Paper Mania Tropfen, so Spiegelsticker sind das. Das sind wirklich richtige Spiegel. Seht ihr mich? In Tropfenform und verschiedenen Größen. Auch richtig cool. Dann haben wir hier auch von DoCrafts Envelope Bags, also Umschlagtaschen. Und da sind drin 6 Stück. Genau, und in diesen Stickern sind 28 drin. Und in dem Papier sind 36 Papiere drin. Also da ist wirklich einiges drin und die sind wirklich schön. Und jetzt kurz vor Weihnachten, ne? Ja, ich habe noch ein paar Adventkalender zu machen. Und ja, ihr wisst ja, ich bin in allem im Moment hinten an. Es tut mir auch schrecklich leid, aber ich werde mich bemühen, es alles noch auf die Reihe zu bekommen, ihr Lieben. So, dann haben wir hier von Mr. Smith Workshop Alphabetsticker. Und die sind mal richtig cool, finde ich, für zum Beispiel Geschenke für einen Jungen oder einen Mann. Ja, weil die halt, ne, hier sieht es aus, als wären da Nägel drin oder Schrauben. Und ja, finde ich richtig cool. Darum durften diese auch mit. Dann haben wir hier ein, die Kitty Kaki räumt hier wieder alles ab. Los, geh mal weg da. So. Ja, dann haben wir von DoCrafts Creativity ein Stempelset, und zwar auch von Mr. Smith, und das sind ja praktisch wie diese Sticker passende Stempel dazu, Buchstabenstempel, finde ich auch richtig cool. Und da ist dann auch gleich dieser Bogen dabei zum Einheften. Und ich habe ja diese Mappe und dann kann man die gleich einheften. Total genial. Braucht man sich gar nicht viel Mühe zu machen, wohin damit. Richtig cool. Ja, das ist dabei gewesen. Dann haben wir hier, und das ist auch richtig cool, ein A4 Deko-Patch-Pack. Und zwar sind da 2 Bögen drin.
Und das ist auch von Mr. Smith. Und da ist dann hier Dad, you're amazing. Oder you are the best. Und dann sind noch, also es sind zwei von diesen Labelbögen dabei. Mit verschiedenen Sprüchen drauf und zwei Bögen Papier. Ja, finde ich auch richtig cool. Vatertag kommt ja auch jedes Jahr wieder oder auch zum Geburtstag, Weihnachten oder wie auch immer. Finde ich toll. Meine Katze reißt hier gerade ab. Ach, ja, ihr habt es gehört. Sorry, sorry, sorry. Und zu guter Letzt ist dann noch ein Bogen, ein Paperpack 12x12 mit 36 Bögen Papier drin. Auch von Mr. Smith. Und ja, ihr seht hier das Design. Passt natürlich alles super zusammen. Finde ich auch richtig cool. Kann man sicher tolle Karten mal mitmachen. Sollte ich vielleicht auch mal einen Angriff nehmen. Und hier sind die ganzen einzelnen Motive. Es sind Holzmotive dabei. Es sind Steinmotive dabei. Es sind, glaube ich, auch nochmal Stickerbögen dabei. Also das ist auch richtig, richtig cool. Und das alles für 10 Euro. Da kann man echt nicht meckern. Da bin ich echt immer total begeistert von diesen Goodie Bags. Ich liebe diese Goodie Bags. Ja, also das war das, was ich von Sweet Marilou bekommen habe. Aber das war ja noch nicht alles. Also wir haben noch alles. Ich lege das mal kurz zur Seite. Bumm. So, und dann war ich, ja, es ist alles ein bisschen durcheinander, also nicht wundern. Ich muss dann mal schauen. Ja, ich fange einfach hier an. Und dann war ich in, wo war ich denn? Also den habe ich zum Beispiel im Kick gekauft. Genau. Im Kick. Ich werde das hier abmachen, weil ich brauche nur den Kranz und daraus möchte ich mit euch etwas basteln. Und ja, das, aber das kann man ja trotzdem noch gebrauchen, weil den Engel finde ich eigentlich ganz hübsch. Ja, also da habe ich halt diesen Kranz gekauft für meine Weihnachtsdeko. Und was damit passiert, das verrate ich euch dann, wenn es soweit ist. Dann habe ich Kerzenhalter gekauft. Allerdings ja, habe ich dann im Nachhinein gemerkt, die sind mir doch viel zu groß. Und habe nochmal neue gekauft im DM, die ein bisschen kleiner sind. Also schauen wir mal, was ich mit denen anfange. Dann habe ich gekauft, auch im Kick, einmal diese Weihnachtsklammern, weil ich die einfach total niedlich fand. Schaut mal, Merry Christmas, und dann ist da ein kleiner dicker Weihnachtsmann drauf. Total süß. Die durften auch einmal mit, weil die einfach so schön waren. Dann habe ich hier solche Geschenketaschen. Da sind drei Stück drin. Einmal diese mit dem Weihnachtsmann, ein Rentier. Ja, und dann noch eine dritte. Da weiß ich jetzt nicht, wie die aussieht. Und ich möchte diese jetzt auch nicht auspacken, weil ich noch nicht weiß, ob ich die eventuell verschenke. Dann habe ich mitgenommen, und die finde ich wirklich richtig schön. Und zwar sind das Wandsticker. Und zwar, ja, seht ihr das? Die sind so metallisch und ein bisschen, ja, erhaben. Finde ich wirklich richtig, richtig schön. Gefallen mir sehr gut. Und ich glaube, die könnte man aber auch aufs Fenster kleben. Ja, ich denke, die lassen sich wirklich auch auf ein Fenster kleben, ohne Probleme. Und die fand ich wirklich schön. Also da habe ich einmal diesen Schneemann und dann einmal hier Merry Christmas, diesen Kranz, den finde ich wirklich wunderschön, den werde ich wohl auf meine Türe kleben und dazu passend noch diese Schneemänner. Ja, fand ich richtig schön und die haben gekostet 1 Euro und dafür durften die mit, weil die einfach wirklich wunderschön sind. So, was habe ich denn noch im Kick gekauft? Ah, das ist aber auch echt. Ja, ich glaube, das war's vom Kick soweit auch schon. Dann machen wir einfach mal. Nee, ich glaube, der ist auch vom Kick. Ja, genau, der ist auch vom Kick. Einfach so ein Schlitten. Da werde ich dann mal schauen. Den werde ich irgendwie in meine Fensterdeko, also besser gesagt Fensterbankdeko mit einbauen. Das zeige ich euch dann aber mal, wenn es fertig ist.
So, dann sind wir auch schon beim Action. Da habe ich aber gar nicht viel gekauft, weil ich muss wirklich sagen, ich bin im Moment total enttäuscht vom Action. Also zumindest von unserem Action, der hier in der Nähe ist. Es gibt nichts. Es gibt wirklich gar nichts. Also ich sehe immer wieder in anderen Halls so tolle Sachen und bei uns gibt es wirklich nichts. Im Moment viele Weihnachtssachen, das muss ich sagen. Tolle Weihnachtsdeko. Aber die Bastelabteilung ist wie leer geräumt. Also ganz furchtbar. Aber okay. Da habe ich als allererstes mal so eine Girlande. 1,50 Meter ist die lang. Und das sind so Styroporkugeln. In verschiedenen Farben. In Silber und in Weiß. Ob ich die jetzt als Girlande benutze oder ob ich die eventuell auseinanderschneide und die einzelnen Kugeln benutze, das weiß ich noch nicht. Da muss ich echt mal schauen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, die ist echt schön, die nehme ich mit. Ich kann euch leider keine Preise sagen, weil ich einfach keinen Zettel mehr habe. Ich habe die Sachen schon ja, vor etwas längerer Zeit oder besser gesagt vor 2-3 Tagen eingekauft. Und ja, so, dann durfte wieder mal Wolle mit und zwar diese. Eine habe ich schon rausgenommen, das war so ein Altrosa. Jo. Ne? Bin ja immer noch im Häkelstrick und Handarbeitswaren und Wolle, die kostet 55 Cent oder 59 Cent, das weiß ich. Da kann man echt nie genug von haben, ne? Wolle geht immer. Dann habe ich mitgenommen aus dem Angebot, kann man auch wirklich immer gebrauchen. Und zwar ist das ein Pinselhalter. Den kann ich mal mit euch auspacken, weil den finde ich richtig cool. Der hat gekostet 1,29 Euro, glaube ich. Und ja, wenn man dann öfter schon mal Pinsel hat, egal ob jetzt von der Serviettentechnik oder gemalt oder wie auch immer, dann kann man das schöne Teil hier so aufstellen, wenn es denn will. So, genau. So. Und dann kann man den Pinsel, den ich jetzt gerade nicht finde, nehmen wir einfach einen Bleistift, geht genauso gut. Einfach hier so reindrücken und dann kann der da wirklich trocknen und abtropfen, ohne dass man sich, ne, alles versaut. Ich versuche mal, genau. So sieht das dann aus und das fand ich richtig cool und 1,29 glaube ich hat das gekostet und dafür habe ich das einfach mal mitgenommen, da wir ja doch öfter schon mal ein bisschen pinseln. So, was habe ich denn noch Schönes? Ja, dann habe ich einmal, die waren zum Beispiel neu für mich, die habe ich noch nie gesehen, diese Brads in verschiedenen Farben und verschiedenen Größen. Ja, gab es glaube ich schon mal in einer anderen Verpackung, aber hier fand ich schon die Verpackung toll, weil man die gleich wirklich gut weggeräumt hat und ja, darum durften diese auch mit. Dann habe ich mitgenommen, die habe ich zum Beispiel gesehen bei der lieben Very Important. Das mache ich mal auf. Und zwar kann man da eigentlich ja, solche Girlanden mit basteln, aber sie hatte so eine coole Idee. Und ja, die fand ich echt richtig cool und darum habe ich gedacht, ich nehme mir das mal mit. Und zwar hat man hier ja, Buchstaben, einzelne Buchstaben und die kann man natürlich noch ausmalen und man hat diese Buchstaben, ich glaube, insgesamt dreimal, oder? Okay, die Buchstaben sind immer zweimal drin. Und man hat hier hinten aber auch gleich eine richtige, stabile Graupappe mit drin. Und sie hatte dann die Idee, halt ein Album draus zu machen, wenn man das Ganze so rum benutzt. Oder eine Karte. Und die Idee fand ich richtig cool. Also da hat sie mich echt mit angefixt. Und darum habe ich mir die Bögen auch mal mitgenommen. 70 von diesen Bögen, also sind 36, ne, sind zwei, alle Buchstaben zweimal drin. Und 1,20 oder
12 cm ist das Ganze hoch, wenn ich das richtig verstehe. Genau, es sind sogar Zahlen und Satzzeichen mit drin. Ja, also die durften mit, fand ich richtig cool. Was haben wir denn? Genau, dann durfte noch einmal mit. Diese Holzteile, die fand ich auch ganz schön, so für Deko und vielleicht auch einfach so auf den Tisch zu legen, wenn der Tisch schön gedeckt ist. Die durften auch einmal mit und ja, nochmal von diesem Band zum Basteln, ne? Wenn ich meine Anhänger für meinen Tannenbaum noch bastel. Genau. Und dann durfte einmal mit und die habe ich wirklich rein zufällig gefunden. Die lagen eigentlich so irgendwo ins Regal. Die hat jemand mitgenommen, mochte sie dann doch nicht und hat sie einfach irgendwo ins Regal gelegt. Und ich habe auch nur diesen einen gefunden. Ich habe sie auch nicht mehr gefunden. Und zwar sind das solche Blöcke, wie es schon mal gab, mit den Geschenketaschen drin. Genau, sowas ist das. Und ja, man hat hier hinten erstmal eine Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Und ihr seht, also es ist echt richtig cool. Und dann hat man hier einmal einen Stickerbogen, um das Ganze zu verschließen. Und dann hat man hier, ich zeige euch das mal von der Seite, halt diese Ausstanzung, die man dann ausstanzt und dann klebt man das Ganze zusammen. Das sind scheinbar immer die gleichen, genau. Hier hat man dann auch wieder diese, also man hat von allen, glaube ich, 5, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Hier ist dann auch wieder so eine Ausstanzung. Ja, ich denke, wir werden davon mal eine gemeinsam machen, damit ihr seht, wie das Ganze funktioniert. Und am Ende soll es dann halt so aussehen. Man hat 2 verschiedene Taschen, genau. Einmal diese goldene und einmal diese weiße. Ja, die werden wir, oder besser gesagt, man hat Grußkarte mit Stanzornamentik zum selber machen. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay, Mädels, ne, ich bin noch nicht so ganz wach. Es ist noch sehr, sehr früh. Es ist, glaube ich, nicht mal 7 Uhr oder kurz nach 7. Das da ist ein Umschlag und das ist eine Karte. Und dann kann man das halt gemeinsam verschicken. Und da sind jeweils 5 von diesen Karten und 5 von diesen Umschlägen drin. Uiuiui, das hat ja jetzt gedauert, bis das bei mir angekommen ist. Okay. Ja, fand ich aber richtig cool und wie gesagt, ich habe nur dieses eine gefunden. Und ja, das war es auch schon vom Action. Mehr gab es wirklich nicht. Es ist also, ja, vielleicht nach der Weihnachtszeit wieder. Und dann war ich im Rossmann und da habe ich auch mal ein bisschen was gefunden. Fand ich auch ziemlich cool. Und zwar war es schon reduziert. Und zwar haben wir hier einmal ein Blattmetall-Bastelset. Darin sind 8 Metallfolien und ich glaube, es sind 4 goldene und 4 silberne. 14x14 cm und inklusive Bedienungsanleitung. Es ist ein Pinsel drin und es sind 3 von diesen Papp-Anhängern drin, also in verschiedenen Größen. Ja, und so macht man das dann, ne? Bitte verwenden Sie zur Dekoration einen handelsüblichen Bastelkleber. Ja, also man pinselt das Ganze dann mit Kleber ein und dann legt man das Blattgold oder Silber, Blattmetall halt dann drauf und dann bekommt man diesen tollen Effekt. Ja, wenn euch das interessiert, wie man das macht, dann ja, sagt mir einfach Bescheid. Schreibt mir das in die Kommentare und wir werden dann einfach gemeinsam mal so ein, ja, so ein Anhänger gestalten. Wie gesagt, nur ich brauche ja noch ein bisschen was für meinen Tannenbaum. Genau, und weil ich noch ein bisschen was für meinen Tannenbaum brauche, habe ich mir auch gleich dieses Set gekauft. Und das finde ich ganz cool. Es ist ein Bastelset mit 48 Papierhalmen in Silber und Weiß inklusive Bedienungsanleitung für 9 Figuren. Genau, also man kann dann dort, man kann damit diese Anhänger basteln aus Papierstrohhalmen. Genau, und das ist alles drin. Da sind
Strohhalme drin, es sind Quasten drin, es ist ein Band drin, es sind Perlen drin und eine Nadel zum Auffädeln. Also es sind 48 Papierhalme, 20 Holzperlen, 3 Quasten, Garn und Kordel zum Aufhängen, eine Nadel. Bedienungsanleitung für circa 9 Figuren. Ja, und die fand ich auch richtig cool und darum habe ich mir das auch mitgenommen. Die Preise, die hier drauf stehen, stimmen nicht, denn das Ganze war reduziert. Das war reduziert und auch das mit dem Blattmetall war reduziert. Aber bitte fragt nicht nach den Preisen. Wie gesagt, ich habe das Ganze schon Donnerstag, glaube ich, gekauft. Und auch das würde ich gerne mit euch zusammen machen, denn Papierhalme haben wir ja eigentlich alle zu Hause oder größtenteils. Also ich habe welche und ja, finde ich cool und könnt ihr bestimmt dann auch ohne dieses Set nachbasteln. Und darum habe ich mir gedacht, das machen wir einfach dann die Tage mal gemeinsam. Dann habe ich noch mitgenommen ja, Heißklebestifte mit Glitzer. Darin sind 10 verschiedene von diesen Stäben in 5 verschiedenen Farben. Rot, Gold, Grün, Blau und Weiß mit Glitzer. Genau, ideal zum Basteln und Dekorieren und Fixieren. Passend für die Ideenwelt und weitere Heißklebepistolen. Ja, sind halt die dicken Stifte, aber da auch dazu habe ich ja die passende Heißklebepistole. Ja, fand ich ganz cool und auch die waren reduziert, also ne? Darum durften die auch einmal mit. So, und dann habe ich zu guter Letzt noch 2 Teile. Und zwar habe ich einmal noch solche kleinen Schlitten, die fand ich auch ganz süß. Da, ja, schauen wir mal, wo wir die verbasteln. Und dann habe ich noch einmal Kerzen. Ja, es ist bald Weihnachten und da braucht man, kann man immer Kerzen gebrauchen. Eventuell für den Adventkranz oder wie auch immer. Schauen wir mal. Ja, ihr Lieben, und das war's. Das war mein kleiner Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich, dass ich endlich wieder die Kraft habe, Videos zu machen. Und ich werde euch versuchen, noch einige zu machen vor Weihnachten. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch erstmal von euch. Aber wir sehen uns gleich nochmal wieder, denn ich habe auch noch ein ganz liebes Päckchen bekommen. Das möchte ich gemeinsam mit euch auspacken. Und darum sage ich einfach bis gleich. Bye, bye.